Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Polizeisimulator mit Uschi Jablonski und Andi Klöten. Andi, der Aufreißer, hat schon seinen Kopf im Dach stecken. Nein, er hat schon Handynummern von drei weiblichen jungen Damen eingeheimst. Ja, ein erfolgreicher Tag. Während die Uschi, ne, sich ihren Teil denkt, denn ne, sie hat lang genug das Spiel mit ihm mitgemacht. Als seine Ex kann sie ein Lied davon singen, was für ein Schürzenjäger der Andi doch ist. Okay. Im Moment ist die Stadt sicher, keine Notfälle. Den verwirrten alten Heimbewohner Paul Knapp haben wir gefunden und ins Krankenhaus gebracht, nachdem er wahrscheinlich durch die Funkwellen unseres PDAs einen Herzschlag erlitten hat. Weil er halt noch einen alten Herzschrittmacher hatte aus den 70er Jahren. Die reagieren da so ein bisschen allergisch auf die moderne Technik von heute. Naja. Fahren wir mal lustig unsere Runden. Ich muss zusehen, dass ich im hellen Bereich da oben auf der Map bleibe. Denn nur das Helle ist unser Einsatzgebiet. So. Was gibt's denn hier? News! Aha. Mit Karte, ohne kompliziert. Oh, haben sie einfach abfotografiert hier, die Zigarettenautomaten. Hübsch, 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 hübsch. So, hier könnte man auch den Bussimulator integrieren. Hier ist eine Haltestelle. Wie heißt die? Marcel-Reich-Ranitzky-Platz. Okay. Der Marcel-Reich-Ranitzky... Nee, der fährt zum Marcel-Reich-Ranitzky-Platz. Was ist denn mit der hier los? Hallo? Es ist, wie wir hier unten rechts sehen, 12.37 Uhr. Helligster Werktag und die Junkies sind hier bereits besoffen. Ist das überhaupt ein Mann oder eine Frau? Ist eine ja, ist schwer zu erkennen von hier. Oh Gott, ist ja völlig drauf. Guckt euch mal den Andi an. Der läuft noch bekloppter als der besoffen. Okay, das gucken wir uns jetzt mal eine Zeit lang an hier. Was die hier vorhat. Okay, es ist eine Frau. Jetzt regnet es auch noch. Hallo! Komm, küss mich! Das Schöne ist an den Besoffenen, die braucht der Andi sich nicht mehr gefügig zu machen. Die sind schon so, was? Mieten Sie diese Werbefläche? Nee, danke. Oh, hier ist ein Falschparker. Das ist erstmal wichtiger. Widerrechtlich abgestelltes Fahrzeug. So, den lassen wir erstmal abschlecken. So, vom ABAC. Oh! Aber rennen kann sie noch, obwohl sie völlig dicht ist. Denn vom ABAC hat jeder Angst. So. Die buchten wir direkt mal ein hier. Wollen wir gar nicht hier lang rummachen. Wer ist denn das? Nina Becker. Person ist geistig verwirrt. Ja, das hat sie mit uns gemeinsam. So. Handschellen hat sie schon. Lustig, dass die Leute auch mit Handschellen nicht mehr wegrennen können. Super. Und die grüne Minna. Also diese alte Frau, die läuft doch verdächtig schnell. Sie war fest und lassen Sie sie abtransportieren. Versuchen Sie, auch unbewaffnete Randalierer festzunehmen. Randalierer? Hm. Das Schöne in diesem Spiel, wie auch schon im Nachfolger, wir haben hier quasi einen Kit. Wir können unser Polizeiauto immer wieder herrufen. Und irgendwo taucht er jetzt hoffentlich auf. Da kommt er! Steigen Sie ein, Michael. Okay, ist der wunderschön Knight Rider Feature hier im Polizeisimulator. Okay, Randalierer, wo sind sie denn? Oh, falsch rum. Erst machen wir mal die Sirene an. So, jawohl, fahrt aus dem Weg, ihr Opfer. Ah, boah. So, jetzt, hier. Aussteigen. Aussteigen. Oh, das sind die Randalierer schon da vorne. Was machen die denn? Ich beobachte das Ganze erstmal aus sicherer Entfernung. Die machen sich am Geldautomaten da zu schaffen. Aha. Diese Jugend heutzutage. Alle arbeitslos, aber hier, ne? Einen auf dicke Hose machen. Mit dem Baseballschläger. Okay, die diskutieren im Moment noch angeregt mit dem Geldautomaten. Rück das Geld raus und rede gefälligst mit uns. Oh, jetzt haben sie uns entdeckt. So. So, dem muss ich erstmal den Stock auf die Birne hauen. So. Ich kann ja auch mal meine Pistole nehmen, oder? Nö, kann ich nicht.
Ist ja schade. Was kann ich denn da machen? Ach so, einfach so festnehmen. Alles klar. Wo ist der Letzte? Da war doch noch jemand. Naja, gut. Zwei sind besser als keiner. Jetzt muss ich jemand rufen, ne? Krankenwagen für den Kaputten hier rechts. Das macht Spaß. Da kann man mal seine Aggression so ausleben in diesem Beruf. Krankenwagen. Und Polizeibusschen. So, da vorne kommt er auch schon. Die sind so schnell hier. Irre. So. Ich hoffe, das genügt dem Spiel als gelöst. Ich habe jetzt einen anscheinend aus den Augen verloren. Aber das Wichtigste war ja, den randalierten, den bewaffneten Randalierer festzunehmen. Wollen wir mal hoffen, dass dem Spiel das genügt. Nicht, dass wir hier noch... Naja gut, wir können ja nicht weiter absteigen. Wir sind ja hier ein armseliger Streifenpolizist. Noch weiter unten können wir hier nicht sein. Okay, jawohl. Oh mein Gott, wo hast du den Führerschein gemacht? Okay. Gilt als gelöst, das freut mich. Die Stadt ist wieder sicher. So, gucken wir mal, halten wir mal weiter ein bisschen Ausschau nach besoffenen Frauen. Freut sich der Andi ganz besonders. Die laufen alle so extrem schnell in der Stadt. Was ist das? Natural Life, aus Liebe zur Natur. Sehr interessant. Hallo, schöne Frau. Na, wie wär's denn mit uns? Ich habe auch ein Auto. Na, komm, hallo. Hallo, Fräulein. Das geht doch nicht. Was machst du denn? Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte halten Sie umgehend an. Naja, wenn der Andi sich mal was in den Kopf gesetzt hat. Die Steuerung ist grausig. Hier ist auch ein schönes Hotel für uns beide. Wow. Hallo, Frau Rentnerin? Naja, gut. Zur Not würde Andi auch sie nehmen. Aber dann lieber die hier. Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte halten Sie umgehend. Was sie alle für einen Respekt vor mir haben. Ich glaube, ich muss mal aussteigen und hier zeigen, wo der Hammer hängt. So, Ratsch, Hose auf. Hier ist der Hammer. Hallo. Mann, du eingebildete Schnepfe. Jetzt halt doch mal an. Danke. Lea Krause, na sicher. Wo ist dein Vater, der Hausmeister? So, und weil du weggerannt bist, kriegst du jetzt ein paar Handschellen verpasst und wirst abtransportiert. Ich bin gespannt, was das Spiel dann macht. So. Tatbestand der Nicht-Annahme einer offiziellen Verabredung mit einem Justizbeamten. Okay. Das ist nicht schlecht, das passiert nichts. Ich krieg keinen Strike und keine Verwarnung. Ich meine, im Nachfolger hätten wir noch einen Punktabzug bekommen, wenn wir unschuldige Leute verhaftet haben. Aber hier, scheißegal, wir dürfen alle festnehmen. Wie geil ist denn das? Können wir uns mal richtig austoben. Hier können wir unseren Status als Beamter schamlos ausnutzen. So, wunderschön. Sie haben das Einsatzgebiet verlassen. Okay. Was sind das für schöne... Schöne Berge hier. Das ist eine komische Stadt. Auf der einen Seite Hochhäuser und dann sind wir hier plötzlich in den Bayerischen Alpen. Was für Drogen haben die Leute genommen, die diese Stadt entwickelt haben? Oder gibt es wirklich eine Stadt in Deutschland, die so aussieht, ne? Ich kann ja mal in die Runde fragen. Vielleicht wohnt ihr sogar in so einer Stadt. Jetzt heul nicht rum wegen dem Einsatzgebiet. Ich will mich halt auch mal in den besseren Gegenden umschauen. Die Täter stehen unter Alkoholeinfluss. Einsatzort Schillerstraße. Beide Täter sind offenbar unbewaffnet. Nehmen Sie möglichst beide so schnell wie möglich fest und lassen Sie sie abtransportieren. Na gut, machen wir doch. So, Schlägerei. Es ist helligster Tag und hier gibt's Schlägereien, Randale, besoffene Leute auf der Straße und oho, da geht's auch schon los. Okay. Was jetzt hier der Porsche-Fahrer macht, weiß ich auch nicht. So. Darf ich den erschießen? Nö. Pfefferspray.
Ich glaube, das konnte nur die Uschi mit dem Pfefferspray. Genau. So. Pfefferspray Challenge. So, den nehmen wir gleich mal fest. Hey! Hallo! Hallo, 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 danke. Meine Güte, das ist ja Crime City par excellence hier. So. Wo sind wir hier? Sasuna, na selbstverständlich. Schlägerei zwischen Betrunkenen. Oh, Dance House. Cool, wir können sogar da rein. Das stimmt, das ging im Nachfolger auch. Oh! 16 Uhr und hier ist die Kinderdisco schon voll am Laufen, ja. Das ist die Alkopop-Generation. Ja, Wodka und Red Bull. Hi, Mr. DJ. Ja! Stimmung! Ja! Dancing Fever! Haha, nee! Ach Gott, herrlich. Es ist DJ John Kaiser in the house. Weil die Musik scheiße ist, nehme ich den direkt mal fest. So. Wer so scheiß Musik auflegt, der... So. Und wer dazu auch noch tanzt, so wie du und du und du... Wirst gleich mitverhaftet. So. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab die Faxen dick hier. Und nur so eine Revoluzzerstadt hier. So. Detlef, dann nimm sie mal alle fest hier, genau. Einer nach dem anderen. Hey Kinder, die Zeit hat man hier noch in der Schule zu sein. Was ist das hier? Okay, da steht schon, stehen schon die lustigen Getränke auf dem Tisch. Wahnsinn. Da sieht doch jede Dorfdisco noch fürstlich aus gegen diesen komischen Bunker hier. Hey, DJ Kaiser, kann man diese Musik ausschalten? Okay, du willst nicht. Okay, schade. Pfefferspray geht jetzt nicht mehr. Ich nehme den ganzen Bunker fest. Und du kriegst Pfefferspray. So. Weil du nichts dagegen getan hast. So. Entschuldigung. So, dann nimm sie mal fest. Wir fahren derweil weiter. Und dafür sorgen, dass dieser Club gleich mal seine Lizenz entzogen bekommt. Ja, Entschuldigung, irgendwie muss sich die Polizei ja beschäftigen, wenn hier keine Notrufe reingehen. Aber hier ist ein illegal abgestellter. Und bemühen wir mal wieder unsere gelben Engel. So, da ist es auch schon. Der Abak. Ja. So, noch 7 Minuten bis Schichtende. So. Oho. Okay, dann gehen wir mal Stoff. Aus dem Weg. Weg hier. Oh, was haben wir denn da? Das habe ich gleich erkannt hier. Die halbe Stadt ist total dicht hier. Was ist denn das? Wo sind wir denn hier? Was für eine... Weg, gleich, eingebuchtet. Die ganzen jungen Leute hier. Es geht ja gar nicht. So. Eigentlich hätte sie noch eine Portion Pfefferspray verdient. Aber die kann ich jetzt gerade nicht festnehmen. Wahrscheinlich ist unser Freund hier mit dem Polizeibus noch mit der Disco beschäftigt. Nachdem ich den halben Schuppen verhaftet habe. Naja. So. Verkehrsunfall. Schauen wir doch gleich mal. Hallo. Ah, hier. Wow. Jetzt hätte ich fast noch einen verursacht. So. Okay. Hey, das sind doch die Ratiofarm-Zwillinge. Das ist, sind sie wirklich? Ah. Hey, guck mal, wie die läuft. Uschi, was hast du? Ist dir dein Tampon rausgefallen? Okay. Ich werde unsachlich. Entschuldigung. Ja, was soll ich denn bei diesem Spiel auch anders sagen? Charlotte Wurst, oh Gott. Die Charlotte Wurst, ja, nee. Kein Kommentar. Und das ist dann wahrscheinlich die Conchita.
Ist die Eva Kirsch. Oh. Was machst du jetzt, Andy? Seid ihr noch bei Trost? Ihr sollt aussteigen. Abschlepper. Ach so, die andere muss ich ja ins Krankenhaus fahren, ne? Und ein ABAC. Heide Leute, was in der Stadt hier los ist, das geht auf keine Kuhhaut. So, ABAC. Abenteuerliche Manöver, das der hier macht. Ja, schön hinten auffahren noch. So, den winke ich direkt mal raus hier. Hey, hier, hallo, hallo. Stopp, raus, raus aus der Karre. So ist er. Ah, ja. Hey, ist die dritte Zwillingsschwester. Die dritte Ratiofarm-Tussi. Okay, die nehmen wir direkt mal fest, weil sie hier zu dicht aufgefahren ist. Gleich in den nächsten Polizeitransporter mit dir. So. So, und wenn ich das hier schon wieder sehe, kriege ich's Kotzen hier. Die Gaffe auf der Straße. Hallo, wo waren? Da war doch gerade irgendein Schaulustiger. Wo war der denn? Der hat sich aufgelöst. Kann er von Glück reden, sonst hätte ich ihn auch noch eingebuchtet. Ich bin gerade so in Stimmung hier, alle festzunehmen. Okay, Fall ist gelöst. Ey, und schon wieder hier, guckt euch das an. Raus mit dir. Raus mit dir, raus. Der Führerschein in der Lotterie gewonnen. Hier gleich verhaften. Tschüss. So. Den schleppen wir auch noch ab. Ich schleppe jetzt alles ab, was nicht bei 3 auf der Palme ist. So. Wer sich hier nicht an die Regeln hält, und die Regeln macht ich. Die Regeln macht die Polizei, genau. Und die Polizei bin ich. Mit SCH natürlich. Hä? Er ist auch sehr verdächtig hier. Der läuft hier so komisch in diese Seitenstraße. Das gefällt mir gar nicht. Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte halten Sie umgehend an. Oh Gott! Ah, Hilfe! So, ich muss jetzt rückwärts fahren. Gucken, ob die Uschi das drauf hat. Nee, ich kann hier nicht raus. Hier sind 2 Pfosten. Die Pfosten verhafte ich am besten auch. Hallo, Rentnerin? Weg da! Ich geh erstmal die Sirene anmachen, dass die hier aus dem Weg gehen hier. So. Gucken wir nochmal hier in die Disco, ob hier inzwischen alles wieder in Ordnung ist. Keiner mehr da. Hey, Barkeeperin! Habe ich dich vergessen? So, weil du hier Alkoholika an Jugendliche ausschenkst, wanderst du auch gleich in den Bunker. So, damit es dir alleine hier nicht zu langweilig wird, du auch. So, jetzt ist der Laden endlich sauber. Hast du hier gerade die gelben Säcke hingeworfen? Die standen doch vorher noch nicht hier. Gleich, hip, hopp, hallo, hey. Hi, Handschellen hier, du, die nehmen wir auch direkt mit. Hier den Müll einfach an der Straße abladen. So, ich bin die Polizei, ich sorge für Recht und Ordnung hier. Das ist schon befreiend, wie leer die Straßen plötzlich sind, nachdem ich die halbe Stadt in Haft gesteckt habe, ne? Kann man mal ein bisschen durchatmen. Was ist das hier für eine Werbung gewesen? Balanciere nicht durchs Leben. Och, ist das süß. Putzig. So. Schafft das unsere Schüssel hier hoch? Moment. Ich muss echt Ausschau halten. Hier sind so viele Besoffene unterwegs. Mode und... Was? Kurz- und Modewaren. Aha. So, hier ist wieder eine Bushaltestelle. Schon wieder der Marcel-Reich-Radetzky-Platz. Aber ansonsten ist das ganz hübsch, die Stadt. Muss man schon sagen. Also der Simulator ist jetzt nicht so schlecht. Für einen Simulator ist er wirklich noch... Das ist noch einer der guten Simulatoren. Ist zwar ein bisschen albern, aber macht schon Spaß. Oh, schon wieder. Ein Passant wurde von einem PKW angefahren. Bewerten Sie die Situation vor Ort und treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen. Das sind wir ja schon. Sag mal, habe ich den nicht gerade verhaftet, weil ihr seine gelben Säcke hingeworfen habt? Sag mal. Andi, kann ich was für dich tun?
Okay, hier unser Mann aus der Rasierwasserwerbung. So, den interviewen wir erstmal. Ich kann die auch nur mit dem PDA kontrollieren. In Nachfolger konnten wir die auch direkt ansprechen. Anton Herr. Ja, der Anton aus Tirol. Anton aus Tirol ist jetzt der Anton im Knast. Weg mit dir. So, jetzt rufen wir mal alles, was hier Rang und Namen hat. Polizei, Krankenwagen und die gelben Engel. Mal gucken, ob das Spiel das durchsteht oder gleich abstürzen wird. Jo, oh Gott, ist hier was los. Das Schöne ist, unsere Schicht ist in weniger als einer Minute zu Ende. 20 Uhr ist Feierabend. Was macht ihr denn hier? Der Beton ist wohl noch frisch, ne? Unsere beiden jungen Zivildienstleistenden hier direkt in der Straße stecken bleiben. Wow. Okay. Das gefällt mir. Ja, das gefällt mir sehr gut. So, ich hoffe, jetzt kommt nichts mehr rein. Können wir Feierabend machen. Uschi Jablonski geht jetzt zu ihrem Häkelkurs. Andi geht in Puff. Nachdem sich die Damenbekanntschaften, die ihm seine Nummer geben wollten, nicht mehr gemeldet haben. Aber die verhaften wir auch noch. Hallo? Hast mir hier ganz schön die Vorfahrt genommen. So nicht, meine Freundin. So nicht. Okay. Kannst von Glück reden, dass unsere Schicht vorbei ist. Sonst hättest du auch noch verknackt. 12 von 12 Notrufen abgeschlossen. Tagesbefehl abgeschlossen. Wir kriegen Punkte wie verrückt. So, mit dieser schönen Fanfare und einer erfolgreichen ersten Schicht verabschiede ich mich aus dieser Folge von Polizeisimulator. Ich würde sagen, 1-2 Folgen machen wir auf jeden Fall noch, weil noch macht's viel Spaß. Mal gucken, ob noch irgendwelche höheren kriminellen Machenschaften hier in dieser Stadt zu verzeichnen sind. Also, bis dann, macht's gut. Servus.